Großer Festtag heute in Leverkusen. Eine kleine Idee mit riesigen zu Nebenwirkungen. Lesen Sie bitte die Packungsbeilage und stecken Sie die Phrase in den Arsch Ihres Apothekers. Denn heute wollen wir lustig sein. Und wer hätte dazu in den letzten 150 Jahren in Deutschland mehr beigetragen als der Spaßparty und überhaupt Pharma-Bayer-Konzern? Generationen von Alkoholikern wären doch undenkbar ohne den Satz: Nehmen Sie zwei Aspirin und kommen Sie morgen wieder. Und das Aspirin war damals nur der Anfang. In der Familienküche begann der Aufstieg zum Weltkonzern. 1888 wird die pharmazeutische Abteilung gegründet. Mit Phenacetin kommt der erste synthetische Fiebersenker auf den Markt. Das Insektizid Antinonin folgt vier Jahre später. 1899 dann das Jahrhundert-Pharmakon Aspirin. Halt, Moment, bitte, wenn ich da mal kurz den PR-Film von Bayer stoppen darf. 1899, da ist den Historikern vorher ein kleines anderes Jahrhundert-Pharmakon so durchgerutscht. Dessen Produktion hatte schon ein Jahr vorher begonnen. Also Leute, hallo, keine Geschichtsklitterung. Wollen wir uns auch nicht streiten, wir machen das einfach nochmal normal. Wir spulen den ganzen Rotz nochmal zurück und texten korrekt. Das Insektizid Antinonin folgt vier Jahre später. 1898 dann das Jahrhundertpharmakon Heroin. Dem Bayer-Chemiker Felix Hoffmann gelang es, mithilfe von Essigsäure Morphin ein Bestandteil des Opiums zu veredeln. Das Ergebnis: ein wahres Wundermittel. Ungünstige Wirkungen scheinen dem Mittel nicht anzuhaften. Eine Angewöhnung an dasselbe scheint nicht einzutreten, orakelte damals Bayer-Werksarzt Theobald Floret. Heroin wurde, wie es sich gehört, zunächst an niederen Kreaturen erprobt, also Fische, Frösche, Kaninchen und Bayer-Mitarbeiter. Die kamen voll super gut drauf und also wurde der Heldenstoff weltweit mit einer beispiellosen Marketingkampagne beworben. Hier zum Beispiel gesteht ein glücklicher spanischer Junkie: Meine Erkältung ist verschwunden dank Heroin. Anfang des 20. Jahrhunderts produzierte Bayer jährlich eine knappe Tonne Heroin. Ganz ohne Taliban. Und exportierte es in 22 Länder, vor allem die USA. Glück, dass die damals nicht in Leverkusen einmarschiert sind. Kritiker, die gab es da auch schon, wurden mit einem umfangreichen Beipackzettel verarztet. Ja, die medizinische Anwendung von Heroin, damals empfohlen, auch bei Kindern gegen Husten, gegen Grippe, gegen Herzerkrankungen, gegen Schluckbeschwerden, gegen Multiple Sklerose, gegen gynäkologische Beschwerden, Schluckauf, Nymphomanie, Hypochondrie, irrsinnige Idiotie und maniakalische Halluzinationen. Ja. 115 Jahre voll auf Age, da sind sogar die Rolling Stones neidisch. Denen gratuliert dann ja auch nicht die Bundeskanzlerin. Die ganze Unternehmensgeschichte ist eine Geschichte des Wandels, der Erneuerung, der Neugierde. Wir möchten, dass Sie Ihre erfolgreiche Arbeit als Innovationstreiber fortführen. Science for a better life. Das englischsprachige Motto. Die Gründer sprachen noch Deutsch. Aber das macht nichts. Eben, das sehen wir nicht so eng. Bayer bot begeistert von der mitreißenden Rede der Kanzlerin, der Gratulantin, eine kleine Auswahl an. Goldener Schuss oder goldenes Buch. Hannelore Kraft riet dann eher dazu, das hat sie auch gemacht, Live Fast, Die Young, zwischen die Aktienkurse zu kritzeln. Und dann ging es raus in der Bayer Arena, die Frisur von Rudi Völler besichtigen. Und hier mussten alle Mitarbeiter große Tabletten hochhalten und anschließend aufessen. Ja, der rüstige Jubilar wurde weltweit herzlich gedrückt. 115 Jahre Heroin. Wenn Sie mal einen Bayer-Manager kennenlernen und den so ein bisschen erschrecken wollen, sagen Sie doch: Ey, Produkthaftung, war nur Spaß.